Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen, dem Kanal mit Tipps und Tricks rund um das wohl schönste Hobby der Welt. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man eine Rundung säumen kann. Viel Spaß! Rundungen säumen ist eine echte Herausforderung. Bei dehnbaren Stoffen wie Jersey ist es nicht ganz so kompliziert, weil der Stoff ja hier elastisch ist, man sich hier ein bisschen behelfen kann durch die Dehnbarkeit. Bei Webware hingegen ist es schon etwas komplizierter. Das Problem ist, dass die äußere Rundung länger ist als die Rundung, auf die später dann gesäumt wird. Das heißt, man hat mehr Stoff auf weniger Fläche zu verteilen. Wie das im Einzelnen funktioniert, das zeige ich dir jetzt und ich bin mir ziemlich sicher, dass du diese Technik sicherlich das ein oder andere Mal auch schon ausprobiert hast. Insbesondere bei Rocksäumen oder auch bei so einem Ärmelsaum wie diesem hier, wenn ein rundes Teil angenäht wird, da kann man das wunderbar verwenden, damit man hier eine schöne, glatte Abschlusskante hat. Diesen kreisrunden Ärmelabschluss möchte ich jetzt gerne säumen und dafür gehe ich irgendwo in diesem Rund an die Kante und schlage diese etwa 2 cm nach innen ein. Man kann das Ganze hier vorher auch noch einmal mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern, je nachdem, wie stark fransend der Stoff danach ist. Jetzt gehe ich etwa 10 cm weiter und schlage auch hier den Stoff 2 cm nach innen ein. Fixiere das Ganze. Und jetzt kann man schön sehen, dass hier der zu viele Stoff richtig absteht. Deswegen gehe ich jetzt zwischen die beiden eben gesetzten Markierungen und schlage auch hier den Stoff 2 cm nach innen ein. Jetzt steht hier immer noch etwas Stoff hoch, aber bei weitem nicht mehr so viel wie eben und entweder setzt man hier auch nochmal eine Klammer oder drückt das gleich beim Zusammennähen dann schön flach, sodass hier keine Falte entsteht. Und so gehe ich jetzt wieder etwa 10 cm weiter, klappe hier den Stoff 2 cm nach innen ein und arbeite mich so einmal die komplette Rundung entlang. Zum Zusammennähen beginne ich jetzt irgendwo und halte hier immer exakt den gleichen Abstand. Ich habe ja eben 2 cm nach innen eingeschlagen und halte jetzt einen Abstand von etwa 1,5. Der Stoff geht ja jetzt im Rund und ich lege ihn immer leicht schräg unter den Nähfuß, aber achte darauf, immer den gleichen Abstand einzuhalten. Mit meinem Zeigefinger drücke ich jetzt zum einen den Stoff auf der Rückseite schön glatt und zum anderen kann ich hier auch fühlen, ob ich mir möglicherweise eine Falte einnähe. Die sollte möglichst natürlich vermieden werden. Also hier wirklich den Stoff gleichmäßig verteilen, ein bisschen minimal auch ziehen, sodass der Stoff eine Chance hat, sich hier möglichst glatt anzulegen. Mein Zeigefinger ist somit hier eigentlich, wenn du willst, mein drittes Auge. Der Stoff wirft jetzt hier noch ganz leicht solche Wellen, da gehe ich jetzt im Anschluss aber noch einmal mit dem Bügeleisen drüber, sodass die Kante wirklich schön glatt und gleichmäßig ist. So habe ich jetzt einmal meinen Trompetenärmel und wenn ich da zusätzlich noch einen Gummi einziehe, habe ich das unten schön zusammengerafft.